Meine Zombies laufen gerade an mir vorbei. Ja, die laufen hier rüber dann gleich. Hey, der Brawler greift mich trotzdem an. Obwohl ich down bin. Das ist doch logisch. Soll ich mich down gehen lassen oder die Selbstwiederbelebung dann? Gar nix. Okay. Ich sammle so viele Zombies, dass bei euch vielleicht keine mehr spawnen. Okay. Also ich schieße alles ab in der Hoffnung, dass sie bei mir rauskommen. Nicht zu Odin dann kommen, bitte. You guys are the neediest flesh eaters ever. It's embarrassing. Was machen? Ich muss Munition kaufen. Sagt Bescheid, wenn jeder, der von euch keine Zombies hat, geht in die Mitte. Ich glaube, ich habe keinen Zombie. Soll ich die anderen Perks mal nachhalten? Ich habe keine Zombies. Ja, jeder, der von euch keine Zombies hat, geht in die Mitte. Ich muss nur Munition kaufen. Ey, ich hätte Max Muni theoretisch bei mir gerade als Opfergabe. Ich weiß nicht warum. Ich habe Zombies in der Mitte jetzt. Ja, ja, die töten alle. Ich habe super, super viele Zombies bei mir. Hol die Perks, Alter, cool. Ich hab glaub nicht genug Geld für alle Perks, oder? Ja, vielleicht nicht für alle, aber es lohnen sich ja auch schon ein paar. Wer ist denn gerade wo? Odin oben. Kauft ihr euch mal bitte noch keine weitere Muni? Ja, vielleicht. Weil ich hab als Opfergabe halt Muni jetzt gerade und kann die gleich einsammeln und werd's auch gleich einsammeln, weil für die eine Waffe von mir kann ich nichts mehr. So, ich geh kurz da oben. Ja, Odin wird halt schwierig. Odin hört kann ich nicht mein Messer wieder. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Was ist mit dem Messer? Mein Messer one-hit sich wieder. Ich werde gerade einmal Insta-Kill. Ne, aber jetzt gerade. Jetzt in dem Moment. Vielleicht war der schon low. Ne, ne, die sind. Wenn er bei irgendwem despawned ist. Ja, kann natürlich auch sein. Ich hoffe mal mein Schild nach. Warte, jetzt kriege ich eine Challenge, aber da freue ich mich drauf. Bin mal gespannt, wie ich die mache. Also, du machst jetzt eine Challenge alleine? Eine unfreiwillige. Bei mir ist ein Boss in meiner 100 Zombie-Gruppe. Und ich will den Boss töten, ohne den Rest zu killen. Ich glaube, ich bin jetzt gerade unter David. Dann muss ich da auch irgendwas abziehen. Ich bin auf der anderen. Ja, ja, ich hab's auch schon. Ich bin beinahe da hochgelaufen. Ich dachte mir so, oh, shit. Ah, ich hab ihn gemacht, den Lutscher. Er ist bei Odin. Ja, ich weiß, ich will ja nicht. Ich war eben bei Odin, wäre ich fast hochgegangen. Ich brauche noch 300 Money, dann habe ich Odin Perk, kann ich mir dann holen. So, sag Bescheid, die Runde ist noch lange nicht zu Ende, deswegen. Und wir müssen auch noch was machen. Wir müssen halt uns nur einmal sammeln, bevor es überhaupt losgeht. Ist das letzte Perk wichtig für mich? Also Eliminator, jetzt gleich in der Challenge? Ich glaube nicht. Nee, die Challenge kommt ja noch nicht. Wir müssen den Step davor noch machen. So, aber okay, dafür müssen wir uns trotzdem sammeln. McFly, lies mal bitte kurz nach, ob das richtig ist. Wir müssen alle in die Mitte an die Säule, oder? Ich musste gerade noch ein paar Zombies leider töten. Hier spawnen ganz viele Zombies bei mir auf einmal wieder. Unten im Tempel. Okay. Ich nehme Max Muni jetzt auf. Alles klar. Also, wie drehe ich die Zombies einmal um? Mir gefällt die Richtung nicht, in die wir laufen. So, ja, schon besser. Kommt, meine Freunde. The contender of Odin requires aid. Ah, ich muss auf. Ja, the contender of Zeus requires aid. So, kann ich einen von euch theoretisch noch auch helfen? Ah, oder? Einem ist auch fertig. Ja. So. Ich lass mein Ding ja die ganze Zeit da liegen. Wie sieht's aus, Jungs? Ich stehe in der Mitte. Bei mir müssen. Du meintest, ich soll es gerade nochmal anlegen. Genau, einer. Summon the Storm, oder ist das? Ja. In the middle of. First have all players stand in the middle of the arena and teleport underground. Now find and shoot the four poles that have spawned underground until they extend above the ground. Werden wir nach oben geportet oder nicht? Was steht da? First have all players stand in the middle of the arena and teleport underground, ja. Okay. Das heißt, das ist die Challenge schon.
scheint die Challenge zu sein, ja. Schieß mal weiter, wenn du gerade keine Zombies hast. Ja, ja. They look like long cables with four semicircles and a bulb on the end. Very oh, no. easy to spot thanks to the shiny appearance. Locations are the Collapse Tunnel, Odin Tunnel, Danu Tunnel, Curse Room. Now return to the arena to get all players to interact with the stone in the middle to be teleported underground. Yeah. Return to the arena again. Take note of the various electric lightning orbs that have spawned in the corners. You must use the punch up. Yeah, here the pep weapon with the kill o watt repack effect to ensnare zombies and obtain the kilowatt status. Stimmt. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir brauchen Kilowatt auf unserer Waffe. Ja, das ist ja cool. Ja, wir haben noch. Also, ich krieg Kilowatt bestimmt zusammen. Ja, ja. Mach Kilowatt eigentlich. Oh, ich hab Brandbombe leider nur. Brandbombe ja, ja, und es leider. Funktioniert leider nur mit Kilowatt. Also, wir ganz sammeln genau. Strom. Kill the stunned Zombies inside the circles near the electrical orbs and so. Genau, das ist, ganz, das ist einfach in der Mitte. Ja. Kilowatt. Ja, die anderen können es ja trotzdem versuchen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Ein, also, die Gelb kann es ja. einmal machen. Nein, ja, ich hab grad kein Geld. Nein. Ja, gelb, okay, aber. Ich kann. Ja, zweimal, ne? Also, ich soll Kilowatt holen jetzt. Ja. Am besten, du weißt, Kilowatt, ja. Also, Puncherine. Was genau macht das jetzt eigentlich noch? Also, das ist der Stunt-Quartz. Das, ja, das macht also so einer, wenn er stirbt, macht er eine Schockwelle und stunt die anderen. Genau, und die müssen halt, wie gesagt, müssen in so Kreisen, denn getötet werden. Die sind recht groß. Die, ist, ja. Also, ist, die ganze Arena ist, also vier Ecken. Vier Kreise. Ach, das wird das sein. Zombies töten. Wenn alles lol, geführt, ich hab hier einen Zombie. Ja, ja, warte. Töten. Den können wir töten. Ja, ja. Ich hab noch ungefähr 50. Die alle mir hinterherlaufen. Okay, dann kann ich hier jetzt einen Tipp. Ich hab schon wieder einen. So was. Brandbombe ist nicht das, was wir brauchen. Weiter. Ich versuch's nochmal. Wieder eins, oder? Items? Das sieht nach Hirnvolle. Kilowatt! Hey! Okay, dann geht ihr in die Mitte, damit ich mit allen Zombies nach unten gehen kann. Ja. Wo gehst du hoch, Items? Wir gehen gerade Zeus hoch. Ich bin jetzt gerade schon draußen. Ich bin gerade auch bei Zeus. Okay, ihr seid also raus, ja? Ich gehe so Odin einfach jetzt runter zum Pack-a-Punch. Müssen es ohne Problem schaffen, ja. Alle mitkommen, Leute, wir punchen meine Waffe. Damit ich euch besser töten kann. Kommen Sie mit. Kooperieren Sie bitte. Meine ganze Reisegruppe. Es kann sein, dass ein paar sich von der Reisegruppe lösen. Also wir dürfen töten, was wir sehen, oder? Ja, ja, yes. Hey. Meine Reisegruppe Alter, ist hast echt schon ausgewählt, wem du helfen möchtest. Nein, habe ich nicht. Steht einer hinter mir. Keiner beobachtet. Ich weiß ja nicht, wer wem gehört. Deswegen. Da wo noch keine neuen Wappen sind, diese. Ich komme jetzt hoch. Ja, wir stellen uns an die mittlere Säule. Auf geht's, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. Stimmt, das ist egal, Alter. In die Mitte. Da kommt eine ganze Menge. Yo! Und ich bin da. F drücken oder was? Jeder. Ja. Ja, ja. Okay. Wir mussten jetzt wieder hochlaufen, oder? Nee, wir müssen jetzt die Dinger hochschießen. Now find and shoot the four poles that have spawned underground. Hab eine schon. The Collapse Tunnel, Odin Tunnel, Danu Tunnel und First Tunnel. Ich bin schon fast down, Alter. Ja, ja, ihr werdet angegriffen. Ihr müsst auch laufen wieder. Zombies kiten, gegebenenfalls in Zweiergruppen. Also eine ist schon oben. Konrad, ich muss leider. Oh Gott, ja, ich bin hinter dir, Konrad. Ja. Hier dürfen wir alles töten, oder? Wir müssen ja, hier ist die zweite. Gib mir einer Backup. Wir sind gerade hier zu dritt. Oh Gott, scheiße, ich habe keine Muni in der Waffe. Hab ich, hey, vergiss ich es. Mit Kilowatt das Ding. Nee, Kilowatt ist jetzt noch egal. Ja, ja, das tut jetzt noch nicht so reden. Okay, zweite Säule ist oben. Das ist mein Death of Orion. Ach so, okay. Ich glaube, ich habe auch gerade eine gefunden, aber ich, sind diese die muss im Boden oder was? Nee, die hängen von der Decke runter, leuchten so ein bisschen. Und du musst auf jeden Fall durch diese fensterähnlichen Dinger gucken. Zwei ah, sind da, schon. Ja. Ja, da direkt links ist gleich eine da los. Okay. Hier. Oder? Ja, okay, warte dann. Chat, warum sehe ich sie nicht?
Achso, nee, der meint. Ach, das. Nein, das ist die. Oh Gott, das ist die andere Säule noch von früher. Shit. Soll ich ein bisschen laufen? Ja, ja, das war die andere Säule von früher. Hier ist eine bei mir. Ich kassiere. Oh oh. Kann einer hier ultien bei mir? Fuck. Na, fuck, wir haben einen verloren. Ja, wir müssen irgendwie. Spawnen die überall. Kannst du selber aufheben oder nicht? Nee, kann ich nicht. Ich bin bei dir. Ja, McFly hebt mich auf. Ja, ich komme aber gerade mit einer Zorro. Ja, wir müssen ich weiter auf McFly. Zünden, ja, ja. Sonst komme ich nicht mehr weg. Mach. Mach. Mach, schnell. Hast du? Items, töte die. Meine Waffe ist halt leider leer. Versuchst du dir zu kommen? Mann, die Scheißsäule ist fast oben. Den einen habe ich. Welche ist das? Du hast einen oben. Ich habe nämlich schon. Nein, genau. Okay. Ich habe eine neue Muni. Meine Waffe ist nämlich hier unten. Ich bin eben ein Genius. Okay, aber die Zombies werden weniger. Glaube ich zumindest. Die Säule ist oben. Ich glaube, wir haben die einfach nur gerade abgeholt. Genau, wenn wir alle kiten, dann spawnen keine neuen. Ich schieße die Säule jetzt gleich hoch, die ich noch hatte. Dann muss ich aber immer noch eine finden, leider. Okay, und weg damit. Noch einer. Die sind immer durch irgendwelche Öffnungen zu sehen. Der ist auch schon oben. Die sind immer, genau, durch so Öffnungen zu sehen. Es muss auch wahrscheinlich ziemlich hell sein, weil die nach oben gehen. Dado, du hast mir meine kompletten Zombies, die ich gerade gekaltet habe. Oh Gott, ich bin draußen. Dado, ich hab die drüben bei Danu Tempel, aber... Okay, kannst du zu Items rennen, dann renn ich zum Danu Tempel, bis... Das müsstest du sein. Ich schieß schon drauf hier. Ja. Kannst du dich zu Teleporten einfach halten? Ja. Ich bin der Meinung, okay. Es sind alle vier oben. Hä, die ist doch noch nicht oben, oder? Hier gerade. Dankeschön. Ist der noch ein Zombie oder nicht? Gerade nicht. Da! Jetzt können wir nach oben. Now return to the arena and get all the players in the stone. Jetzt aber erst, sammelt euch erst jetzt Muni. Ganz wichtig. Also, weil jetzt wird gekämpft. Okay, dann muss ich genau bei meiner Waffe rausgegangen. Ja, ich muss Odin sowieso die Waffe rauskaufen. Ich hol mir noch mal ein neues Schild. Oh shit, neues Schild, ja, das ist auch unten, oder? Ja. Oh ja, meins ist fast kaputt. Kommt euch ein Zombie entgegen, nicht töten bitte. Wer immer da mit, hinter mir läuft. Ja, ich glaube, das war ich. Ja. Bei mir hinterher gerannt, ja, ja. Zombie. Ich hab ihn. Ich nehme ihn mit hoch, alles gut. Alles klar. Aber ich suche jetzt ganz kurz den Schild, das dauert bei mir ein paar Jahre. Naja, das ist einfach in einem der, genau, wollte ich sagen, in einem der Seitenräume hier. Das ist zwischen Ra und Odin. Hallo. Ach, der kostet 2500, ne, zu reparieren, oder? Ich glaube 4K. Ah, hey. Ja, nur zu. Ne, 12,5. 2,5. Nee, nicht mal. 1,5 hat es eben gekostet. Ja, ja. Blau. 1,5. Neu kaufen kostet dann 2,5 wahrscheinlich. Wir müssen jetzt einfach töten oder nochmal den Stein. Now return to the arena, get all the players to interact with the stone in the middle to be teleported underground again. Return. Ach nee, da, take note of the various electric lightning orbs that have spawned in the corners. Jetzt. Genau. You must use your Pancha Pack Weapon with Kilowatt. Jetzt kommt die Kilowatt Kills. Okay, also in einen Kreis stellen und Kilowatt Kills machen, ja? Also alle ready? Ja. Kein Kilowatt. Denkt also dran, ihr könnt auch rausgehen. Es zählen zwar nur die Kills drin, die leuchten an jeder Ecke. Da, hier diese, da hinter der brennenden Säule ist so ein Halbkreis zum Beispiel. Items, wenn du dich hier hinstellst, stehst du genau in der Mitte, komm zurück. Genau, hier so. Okay, ja, ja, auch da ist einer, ja. Und da muss ich jetzt einfach, müssen die Zombies hier mit Kilowatt sterben, ja. In den Kreisen. Ich hab kein Kilowatt, deswegen, ich lauf einfach mal hier. Das ist ein Insta-Kill, das ist gut. Insta-Kill. Ich kann trotzdem mit Atombombe. Kilowatt. Nehmen Sie mal ab. Oh, weiß nicht, ob das zählt. Nee, wir müssen ja mit Kilowatt sterben. Ja, scheiße, stimmt. Ja. Ich glaube, mit Kilowatt hilft nur, wenn wir den Effekt draufkriegen und Instakill macht den nicht. Nee, genau. Ja. Der Effekt muss passieren. Die müssen, ne? Achso. Und ihr müsst den Kilowatt-Status obtainen. Das Notification an und am Bildschirm. Da, man hört manchmal Kilowatt. Ja, und dann blitzen die jetzt gerade hier ein bisschen ab. Ach, fuck. Das war noch nicht vorbei. Ja, einfach Zombies drin. Ich habe einen mit Kilowatt geschafft. Dann seht ihr so auch so eine Seele hochfliegen. Oh, der Effekt kommt, glaube ich, alle 30 Sekunden.
McFly, shit, könntest du dir einen anderen Ort zum Kreis? Ja, jetzt gerade nicht mehr. Ulti, wegporten, irgendwas. Hab ich. Oh nein, what? Hab ich gerade selbst überleben? Feuer gelaufen. Heb ihn auf, wenn du dich selbst überlebst. Ja, hab ich jetzt. Wir sollten nicht alle da sein oder so. Ja, ich glaube, ich laufe weg, weil ich hab halt wie gesagt kein Kilowatt. Ich gehe mal raus aus der Arena. Einfach erst kiten, bis ihr ganz viele Zombies habt und dann rennt ihr einfach rein. Ja, ja. Ich laufe auch bei Holin. Holin um. Also, soll ich das wundern? Ja, ich. Die Kreise am Boden sieht man echt schlecht, finde ich. Eigentlich gar nicht. Die eigentlich auch, okay. Ich lasse den Instant-Kill hier liegen. Ja, ja. Der eine Kreis hier ist schon weg. Da ist ein. Verdammt. Ein Kreis ist weg? Ja. Ja, das Ding leuchtet auch, das brutzelt. Da sind so Electrical Orbs, die sollten. Man kann das sehen, dass die collected worden sind, ja. Nein, nicht brennen. Oder du bist doch drin. Oh Gott, Gladiator! Uff! Muss ich in dem Kreis stehen auch gleichzeitig? Der Kilowatt-Effekt, der prockt nur alle 30 Sekunden einmal. Ich weiß, ich immer, aber ich habe jetzt schon 3-4 Mal hier drin eingetötet und es ist, glaube ich, nichts passiert. Ach du Schande! Nachdem der Kilowatt-Effekt aktiv ist, kommt Max einmal, fuck. Und dann ist schon wieder wer down. Ja. Don't worry. Da ist auch ein Gladiator, müsste da irgendwo erschienen sein, ne? Gladiator ist dabei. Da steht mir auf dem Gladiator. Ich kann nicht durchhüpfen, weil ich jetzt schon zweimal genau das Feuer vor mir hab. Kommt, wenn ich schon einen Effekt raushau, dann einen an euch. So. Aber zur Not macht das auch einer. Ist ja, also, kitet wo ihr wollt. Ich muss ja auch gleich leider Muni holen. Komm, meiner brutzelt. Ja, ich muss aber Muni holen. Die Challenge geht eigentlich klar. Die geht wirklich klar. Bring eine große Zombie-Menge vom Danu-Tempel zurück in die Arena. Ja, ich muss erst Kilowatt holen. Kann auch gut sein, dass die unterwegs woanders hingehen. Da kommt dran. Moin. Von hinten. Ja. Bitteschön. Schnapp dir ein paar. Ich weiß nicht, ob die halbe Sekunde schon wieder um ist. Eine halbe Sekunde. Halbe Minute, meint er. Achso, ja. Wegen dem Kilowatt. Ich bin getrappt, das darf nicht wahr sein. Oh. Ich kann mich Ulti? Selbst re-driven. Na, noch nicht. Snap out of it, Diego. Natürlich krieg ich wieder das Feuer ab. Ja. Wie immer. Your kindness will be remembered. Oh shit, ich bin on. Komm dir aber mal hier. Ich renn zu McFly gleich. Da kommt ein Gladiator runter in die Arena. Das ist nicht so wild. Ich renne über den anderen Tempel. Reicht. Das Kiten hat geklappt, auf einmal kam deine ganz große Horde. Das müssten die von Items gewesen sein. Naja, das kann sehr gut sein. Noch einer. Ich bin gleich wieder in der Mitte. Oh, das kann, na, Items ist auch mit noch dem, Mitte. Meine Ulti ist leider ausgelaufen, als ich geklappt habe. Ja, ich bin hier zwar, aber ich glaube, ich kann die nicht aufheben. Wenn das hier nee. Items, du müsstest da weglaufen vielleicht mit deinen Zombies. Alles easy. Ich heb schnell auf. Schild habe ich auf dem Rücken. Oh, du stehst so nah am Tempel in der Mitte. Moment, du noch mal rein, Items? Bitte? Ich hab Kilowatt ready, deswegen. Ja, ja. Leuchtet die Kugel? Nee, aber sie hat geblitzt. Ja, ja, ich will ja auch immer weiter. Okay. Ich muss wieder warten. So, der Zombie-Boss ist gleich down. Okay, das hat wehgetan. So, der Boss ist down. Kilowatt müsste bei mir langsam auch wieder ready werden. Und es ist auf jeden Fall auch ready. Ja, wir haben nicht mehr so viele Zombies in der Welle, doch, leider. Hier kommen ganz, ganz viele. Okay, ich nehme sie ab. Ja, mein Ball ist auch an, meine Kugel. Ich glaube, nur eins oder sind ja zwei. Ja, es ist ein Dreier-Ding. Ja, da hier hat es eine ganze Welle gegeben. Deiner ist an, jetzt nur noch die eine Ecke. Hier fehlen echt nicht mehr viele. Das macht einer, oder? Ja, dann geben wir die Zombies aus der Mitte. Ich habe die Zombies. Ja, dann gehe ich jetzt weg. Geh ruhig weg. Und dann lauf durch. Oh shit. Ich komme gleich mit welchen von Odin. Da sind auch noch ein paar. Es ist immer schwer, movende Zombies mit einzusammeln. Ich gebe mein Bestes. Ich habe ein paar. Items, Vorsicht, da kommen mehr Zombies. Doch nett.
Ich mach noch eine Runde, damit die halbe Minute auf jeden Fall rum ist. Safe is safe. Ich habe echt viele gerade. Es könnte reichen sogar, bin mir ziemlich sicher. Ja, wo kam's auch am Herkunft rein? Sorry, Items. Sorry, McFly. Ich renn nach unten. Ja, ich. Ich will mein Schild erneuern. Hat nicht ganz gereicht, aber waren wieder viele. Habt ihr noch welche? Ja, das kann meiner Meinung nach auch noch. Hallo, wieder. Ich sammle dann wieder. Ich lauf mal mit dir mit. Das Ding brutzelt aber schon okay, da fehlt nicht viel. Ich muss nur auf die andere Seite, ja, weil da ist Schild. Ja, 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 ich lock dir gleich den Dano-Tempel hoch dann. Oder alles gut, alles gut. Wir brauchen dann einen, der direkt die nächste Challenge liest, in der Hoffnung, dass wir direkt weitermachen können. Die letzte Challenge müsste eigentlich klar gehen. Ich habe gerade eine recht große Rolle im Dano-Tempel unten. Habt ihr alle die Ulti ready? Ja. Ich hab meine Ulti ready. Oh, das ist gut. Die brauchen wir für den letzten. Ich habe oben ja noch einen. Übrigens. Ja. Wenn die Challenge hier complete ist, and the gates also irgendwelche Tore gehen dann auf und da kommt eine ganze Horde an Gladiatoren anscheinend. Okay. Bedeutet, wir müssen uns... Moment, quasi... Weißt du, oder kommen die erst, wenn alle Challenges... Ja, Moment, nein. Ich weiß, dass das das Ende von einer Challenge ist, aber ich weiß nicht, ob das die Zeus-Challenge ist. Ah, auch sehe. Ja, ist das hier nicht die Zeus-Challenge? Ja, ja. Find all the... have alle brennen. On the platform. Oh Gott, hier kommt... Alle brennen? Also kann ich... Wenn ja, wir müssen die Kugeln einsammeln. Aber... oder? Was passiert danach? Geh lieber erst weg und lese lieber. All players stand on the platform and interact to be teleported. Okay, und was passiert danach? The exit gates of the arena will open. Genau, danach kommt der Bosskampf. Will now lock and tons of gladiator zombies will spawn. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal Muni vorher. Ja, ja. Also ich hole mir Muni. Thank you, you have unlimited special abilities during this step. Ja, special ability, aber nicht normale Waffe. Und wenn du einmal von der Ulti weggehst, special ability könnte aber auch die Granate sein. Special Ability ist eigentlich die Ulti, wie ich weiß. Ja, oh, aber Gott. Sicher ist sicher. Ich hole mir Muni, sicher, alles klar. Ich hole mir Schild. Gott, der zweite, der gerade hier war. Oh, shit. Ja, sorry, Items. Das war nicht gut. Wir dürfen nicht gegeneinander kiten. Nee, oh, shit, so viel Feuer. Ich gehe zu Items wieder. No. Ich hab den Boss getötet. Warte. Muss jeder einen Orb einsammeln oder stehen wir alle in der Mitte? Jeder einen. Alle müssen auf die Plattform. Then on the platform and attack to be teleported. Ich bin fast ausgeblutet, ne? Du bist halb ausgeblutet, ja. Ich könnte noch einmal auf der andere Map laufen. Konrad, das ist nicht gut. Ja, ich... Hi. Geh hier runter wieder. Teleportier mich! Also ich bin ready, steh in der Mitte. Ja, ich... Von irgendwo müssen gleich eine riesen... Okay, komm rein, Items! Du bist der letzte Erfehler und es sind keine Zombies da! Ja, ich komm. Da kommen komm, welche. Ich halt sie fest kurz. Lauf in die Mitte. An eine Säule! Weiß ich, halt sie was drücken? An einen. Fuck, weg. Komm an die. Ja, einer war mit an meiner. Jeder an eine Säule. Weg aus der Mitte raus. Ja, raus aus der Mitte. War nicht notwendig, aber ich hab mich mal eben weggebracht. Das down. Jeder muss an eine. Am besten machen wir es so, jeder geht an seine. Seine, ja. Gott, sehe ich das? Aber weißt du nicht, welche deine ist? Grün. Ist da, wo deine Challenge war. Okay, ich hab wieder eine ganze. Wie lange muss man daran stehen? Es hat sofort angefangen zu... Ja, man hat einfach sofort angefangen. Da steht auch nur, du musst in der Mitte stehen. Yeah. On the platform, interact to be teleported. Interact heißt dann? Jeder an einem soll... Nein, die müssen rot werden. Das hatte ich in dem Video ja gesehen. Ja, genau. Die müssen einmal alle so rot werden. Und das haben wir ja gerade gemacht, glaube ich. Okay, das heißt, ihr geht an eure Säulen, ohne meine Zombie-Welle hier mitzunehmen, die ich hier habe. Ja. Ja, was mache ich mit meiner Zombie-Welle? Töte sie. Genau. Ja, der hört das irgendwo mal auf. Da bist du. Da, okay. Das Feuer wechselt immer nur zwischen links und rechts. Ja. Kommen jetzt erstmal noch neue, weil Items seine gekillt hat. Das waren ja noch nicht die letzten. Wir sind jetzt alle Alle da? An ihrer Säule? Ja. Nein, Items noch nicht. Items läuft aber rum. Ja, ich bin da. Hey, ran! Ich will doch eine Säule. Ich meine natürlich. Rot. Weil wir euch auch rot. Ja, aber rot heißt ja. Ja, doch. Irgendjemand hat ja nicht. Jetzt kommen Bosse. Bleibt auf der Ulti. Bleibt auf eurer Ulti. Die ist automatisch getroffen. Ja, nicht wechseln. Können wir einfach in den Eingang rein? Ich glaube, die geht auch gleich weg. Nee, meine ist wieder neu gespawnt. Oh, meine ist einfach weggegangen, ja. Was ist das denn? Meine ist wieder voll. Hä?
Okay. Deswegen, man durfte keine Nade werfen, nichts wechseln. Hab ich nicht. Hab ich nur damit. Ja, ich hab vielleicht, wenn du einen tötest. Das kann natürlich gut sein. Ich glaube, wenn du erst, wenn du einen Kill hast, kriegst du neue. Ich kann euch versuchen zu helfen. Ja? Ja. Wir müssen hier circa anderthalb Minuten überleben. Es ist nicht. Es geht wirklich nur ums Überleben. Ja, ich hab neue Ulti. Wenn du einen killst, ne? Ja, ja, genau. Krieg mal. Ja, komm. Alter, ey. Die Arena des Todes. Bang, bang, bang. Schack, bum, bam. Bing, bum, bam. Der Stabtyp kann auch ein Schild einstellen. Echt? Ja. Aber ich meine, ist noch nicht Level 3. Vielleicht kann das. Da wird Level 3 sein, ja. Ich habe bei meiner Ulti die Waffe leer geschossen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Peng, peng, peng. Aber ja, es liegt echt daran, wenn man einen killt, dann lädt sie wieder auf. Ja, auf, ja. Nice. Von der Waffe wechseln? Ja, Waffe wechseln. Ja, ja. Ja, kannst du auch behalten. Ab hinter. Achtung, jetzt nicht den letzten Zombie killen. Also die Welle ist natürlich am Laufen. Wir wissen nicht, wie weit die Welle aktiv ist. Also weg aus der Mitte. Ganz normale Runde. Oh, oh. Ich lauf kurz hinter. Ja, ich gehe dann nach unten. Wir müssen jetzt gleich dann irgendwann rausfinden, was als nächstes ist. Eine Challenge noch, Leute. Oh, ich bin grün. Eine einzige Challenge noch. Da muss jemand runter scrollen gleich wieder. Menge jubelt! Okay. Die feiern dich da, du! Bin ich das? Ja, mich mögen sie. Mich mögen sie auch. Oh, eigentlich stimmt, mögen irgendwie, glaube ich, die mögen wir uns haben alle gerade. 800 Gladiatoren getötet. Meine Ulti ist auf Level 3, ich kann glaube sofort ein Schild stellen. Wie hat meine Ulti einen vollen blauen Balken? Da fehlt bestimmt ein Punkt oder sowas. Ja. Im Zweifel ein K wirklich. Ich habe noch Zombies. McFly, kannst du lösen, was wir machen müssen? Kann ich gerade noch nicht, da ich mir noch nicht sicher bin, dass hier keine mehr spawnen. Sieht wie recht sieht ruhig aus, aus, aber ich möchte ungern rausstappen, weil ich höre ziemlich viel. Und dran, du hältst einen Zombie? Da ist noch einer. Ja, ich halte, ihr könnt töten. Wow, ich hätte sowieso den gerade nicht überleben lassen können, das wäre faszinierend. Kryostarre macht auch eine Explosion, die alles in der Umgebung eigentlich umbringt. Nicht. Doch. Der eine Zombie ist gerade gestorben neben dem kryostarren Typen, der explodiert ist. Einfach weiterlesen oder gucken und weiter. Wie gesagt, ich kann gerade ja dann noch nicht dann oder scrollen, ja, alles. Ja, es spawnt ziemlich viel gerade noch. Also stell mich so ein bei euch irgendwo hin, aber das wäre glaube ich auch nicht gut. Ja, vielleicht kann sich aber einer zu dir stellen, der keine Zombies mehr hat. Der kann, weil die können ja einfach alle getötet werden. Also einfach einer zu alt, zu McFly gehen. Ja, ich bin also da halt hier. Ich habe 30, 40 Zombies gefühlt noch. Dann ja, keine neuen. Ja, aber dann spawnen neue. Ach so, ja. Genau. Ich habe halt alle, ich habe die ganze Welle gerade sozusagen. Items, kannst du zu McFly gehen? Ich hatte gerade im Rad-Tempel. Ich hatte gerade zwei. Wo bist du? Im Rad. Ich bin im Rad-Tempel. Du bist ja sowieso nebenan, oder? Nein, ich bin bei Zeus, verdammt. Ja, nicht durch die Arena laufen unten. Oder in der Mitte. Denn durch den Tempel darfst du gerne laufen. Ich glaube unten durch den Tempel, oder? Ja, ja, da kannst du ja gar nicht durchlaufen. Oh, das ist ein Zombie. Hi, Zombie. Ich kann töten, was mir begegnet gerade, oder? Ja. Ja. Können halt bei McFly dann noch spawnen. Das ist halt. Aber wenn du dich gleich zu ihm stellst, dann ist ja alles gut. Mittlerweile habe ich auch 4. Also ich töte halt gerade auch nichts, damit nicht irgendwo anders ist. Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt mir gerade zu Wort, wer ist hier. Ich glaube einfach mit dem Uhrzeigersinn, ich muss sowieso zu Ra. Also ich sehe schon eine Figur da zweimal im Kreis laufen. Ich glaube, du bist schon zweimal um den Tempel rumgelaufen. Nein. Also ich laufe unten im Kreis immer. Ah, du läufst im Kreis. Das mache ich zum, also Jürgen, kannst du gut kiten für mich. Ja, ja, das, wenn du da im Kreis rum, um den Tempel rum, das läuft, ist ziemlich gut, ja. Da hast du auch immer Platz, wenn dir doch was entgegenkommt. So, Max, zwei hinter mir her, wo sind die anderen beiden? Da, so, ja, mal raus dann. So, channel the flood, shoot the blue symbols. 9 blue symbols have spawned around the map. Some example locations are Danu Tunnel 2, Pillar and Wall, Odin Tunnel, Waterpool, Ra Tunnel 1, Danu Ra Template Entrance 1, Near Wall Metal Grate, Odin Zeus Entrance. Yeah, the key is to shoot the 3 symbols at the time with one blast of the Circuit's Kiss. Ja, einer muss mir dann die Zombie-Welle abnehmen in der Mitte. Das ist relativ einfach, weil es gibt kein Feuer.
Also, du musst nicht mal sprinten. Ich gehe im Kreis die ganze Zeit. Also, einfacher geht's nicht. Du musst auf nichts achten. Es muss sich nur einer sozusagen vor mich stellen und meinen Platz einnehmen. If done correctly, the three symbols will stay lit, otherwise they will fade back. Don't worry about shooting through walls, just make sure you've got a direct line to the three symbols. Ja. Und wenn alle neun leuchten... Hier ist ein Symbol auf jeden Fall. Dann müssen wir alle auf ein Gitter gehen. Kann einer die Zombie-Welle kiten? Ich bin die letzten vier Mal beim kalten Daumen gegangen jetzt. Kunan, tötest du deine und kommst her? Ja, ja, mach so. Stand to the ro- okay. Ja, es gibt bestimmte Spots, wo du stehen musst, damit du alle triffst. Also den einen krieg ich hin, den einen krieg ich wahrscheinlich hin, den letzten habe ich keine Ahnung mehr. The crypt stand to the right of the brick window, I mean, kannst gleich mit runterkommen. Wir können uns aber an den Symbole ranstellen, so gesehen. Dann kannst du unsere Silhouette sehen und du kannst einfach auf die Warte, Kunan, gerade nicht rankommen, ist jetzt ein bisschen kritisch. Mein Passivfrost hat manche eingefroren, manche nicht. Ich lasse sie Heilige. Eben. Ich lasse sie eben auftauen. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Okay, pass auf, warte. Und jetzt renn gebe ich weg, dann sie bekommen. Genau, rennen. Ich sehe gerade nur die Übergabe von oben, wie gut das aussieht. So diese Melle. Alter, das ist ja eine Welle. Ja, damit keine anderen spawnen. Das sind einfach alle, die gerade aktiv sind. Ja, das war das so wie in Blood of the Pit ist nicht die. Nee, The Pit ist da, wo die ganzen Leichen liegen auf dem Haufen, ne? Ja. Ja. Das ist da, wo das Schild direkt neben dem Schild. Okay, ich geh jetzt mal nach unten, oder? Das ist der Stand to the right of the window. Ja, könnt theoretisch da nur alle beim Symbole suchen helfen. Erste Mal hat es nicht geklappt, aber ich habe ja genug Schuss. Da. Dann noch nicht. Einen aufgeladenen Schuss? Wahrscheinlich, ne? Der fliegt weiter. The key should be symbols with one blast of the Sacred's Kiss. Upgraded Wonder Weapon. Der. Secret's Kiss, ja. Und Secret's kein Kiss. Aufgeladener Schuss, ne? With one blast steht da. Das steht halt nämlich mehr, ob da. Ich versuche mal die anderen beiden Symbole anzuzünden. Das ist das und das. Du musst die gleichzeitig ja auf einmal. Ja, okay, er würde durchfliegen. Ja, er schießt durch alle Wände durch. Ich glaube nicht. Fliegt der Schuss? Kannst du mal gucken, Alter, ob der Schuss hier weitergeht, wenn ich schieße? Also, geht er durch die Wand? Nein, der versinkt in der Säule. Was? Das muss dann wahrscheinlich ein aufgeschlossen sein. Nee, du musst ja. Ist er durchgegangen. Dann hat hier vorne noch was. Ja. Du musst drei Symbole auf einmal. Genau, hier ist noch ein Symbol und. Hier muss ich. Aber der Schuss geht nicht durch die Wand. Das ist das Problem. Nicht? Nicht. Ja, aber es bleibt für eine kurze Sekunde bloß aktiv, ne? Der Schuss fliegt eindeutig nicht durch die Wand. Das steht hier aber. Ja, ich habe auch im Video gesehen, dass es geht. Shooting through walls. Die also das Anfeuern von denen hier. Die anderen beiden anzuzünden. Ja, das leuchtet hier hinten. Ja, jetzt habe ich ja auch, jetzt stand ich auch hier. Warte, und leuchtet es jetzt auch? Nein. Ja, und jetzt habe ich eindeutig durch die Wand geschossen. Wie viele Schüsse hast du denn damit? Naja, noch 50. Aber die es geht halt wirklich nicht. Was ist denn das? Ist das Danu-Tunnel? Hä? Jump Moment. Danu-Tunnel. Ich sehe, nein, das sind die drei. Hier musst du springen, weil du hast alle drei in Line. Ja, was denn, Kunan? Bei mir ist hier oben auf einmal irgendwie alles rot an einer Stelle. Ist vielleicht doch irgendwas jetzt ist wieder nein. Auf. Nein. Es gecrashed. Oh, Dalu, nein. Ja, ist ja nicht meine Schuld. Ja. Welcome to Black Ops 4. Secret. Wir waren so weit. Circuit's Kiss. Aber, was die Zuschauer mir gerne in die Kommentare schreiben können, warum der Schuss nicht durch die Wand ging. Aufgeladen habe ich versucht, habe normal versucht, aber man hat ja nicht mal gesehen. Schade, dass es immer noch nicht gefixt wurde. Wir sind sehr weit gekommen. Ey, wir waren wirklich weit. Es ist jetzt fast schon wieder so, jetzt muss man irgendwann wieder einen Livestream machen. Aber dafür brauche ich erstmal eine Info, wann das hier gelöst ist. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn das ganze Projekt hier gut ankommt, beziehungsweise die ganze Session, dann wird es vielleicht nochmal so ein Event wie zu Blood of the Dead geben. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut bei Items McFly und bei Kunan vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.